Hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War und ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier nach oben klettern. Okay, hier rüber. Und dann hier nach oben. Ah, warte, hier drüben ist so eine kleine Truhe. Die machen wir erstmal ganz schnell auf. Und was ist drin? Bisschen Hacksilber, okay. Ah, warte mal, da kann man nach unten rutschen, glaube ich. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Warte mal, da liegt glaube ich noch was. Achso, nee, das ist nur ein Frosch, oder? Rat der Walküren. Okay. Ich denke mal, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Schau mal kurz auf die Karte. Okay, hier rüberspringen. Okay, ein bisschen Hacksilber. Hier liegt noch ein bisschen Gesundheit. Jetzt bin ich ja wieder voll geheilt. Wo sind wir hier? Kann das sein? Die 8 Throne? Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Ja, was immer das hier ist. Es sieht wichtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert. Okay, warte mal, hier wieder eine Schnellreise, oder? Brauche ich aber jetzt eigentlich gerade gar nicht. Also ich glaube, wir müssen wieder zurück, oder? Weil ich glaube, hier geht es nirgends weiter. Okay, dann kletter ich mal hier wieder nach oben. Und dann schauen wir mal, wo wir überhaupt hin müssen. Ah, das ist die Weltenschlange. Ah, warte mal, hier. Okay, aber da komme ich jetzt leider nicht zur Truhe. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück. Irgendeinen Weg muss es ja geben. Vielleicht müssen wir irgendwie wieder runter, oder? Könnte eigentlich auch sein. Oder geht es doch irgendwo vielleicht weiter nach oben? Aber ich habe, glaube ich, nichts gesehen. Ne, hier geht es auch nicht weiter. Okay, ich glaube, ich rutsche mal hier nach unten. Fafnir, zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Obwohl, ich glaube, wenn wir unten sind, na, ich weiß es gar nicht, wir schauen einfach mal nach. Hier ist ein Boot. Vielleicht kommen wir so dann irgendwie weiter. Aber vielleicht müssen wir da rüber. Das könnte sein. Komme ich irgendwie nach unten? Achso. Okay, dann gehen wir mal hier ins Boot rein. Und wir schauen mal, wo wir hin müssen. Okay, ich glaube, wir müssen hier weiter. Okay. Aber ich würde sagen, wir gehen zuerst mal hier drüben hin. Oh, geil. Ah, da können wir es hochklettern. Okay, warte, hier drüben. Da sind wieder diese Wurzeln, aber ich weiß ja nicht, wie man die wegbekommt. Okay, dann hier nach oben klettern.
Was ist das hier? Oh, scheiße, Mann. Oh, nein. Oh, shit, Alter. Alter, was? Nein. Ach, du Scheiße, Mann. Ey, was? Boah, shit, man muss sich gegen die machen, Alter. Die sind ja mega stark. Alter, was? Nee, ich setze ihn jetzt nicht an. Ach, du Scheiße, Mann. Sind die stark, Alter? Was? Hey, kann ich den jetzt überhaupt schon besiegen? Okay, ich glaube, wir fahren einfach mal mit dem Boot weiter, weil ich glaube, das bringt nichts, wenn ich den Kampf jetzt nochmal versuche. Ey, da konnte ich jetzt gar nichts machen. Oder warte, war da oben noch irgendwas? Ist egal, wir fahren jetzt erstmal mit dem Boot weiter. Okay, wieder rein hier. Okay, wieder ein neuer Bereich entdeckt. Hey Mimir, beim letzten Mal hattest du im Boot eine Geschichte begonnen. Was wolltest du über den großen Krieg sagen? Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Ulrich. Wir machen später weiter. Du wurdest zu früh aus dieser Welt gerissen. Na, warte mal, da drüben ist was. Ihr, die ihr unter den Lebenden weit, meine geliebte Gulweg ruft mich. Sie sehnt sich nach Frieden, doch ihre Überreste sind verstreut. Ich flehe euch an, macht meine Gulweg wieder ganz. Wir sollen ihre Knochen holen? Wie geht's? Gulwegs Seidenmagie kennt keine Grenzen. Sie kann euch mit jenen einen, die ihr verloren habt. Echt? Wie? Junge. Ich rieche deine Trauer, Kind. Sei versichert, ihre Magie ist stark genug, um Brücken zwischen Leben und Tod zu schaffen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Junge, wir gehen. Okay, den neuen neben mich schon, oder? Sie haben drei Knochen der süßen Gulweg genommen und am See verteilt. Okay, warte, schauen wir mal kurz rein. Alter, was? Ey, da müssen wir dann überall hin. Okay, ich glaube, das mache ich hier mal nicht so, oder? Ich weiß halt, glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass man da mit einer Schnellreise hinkommt. Ich glaube, nee, das geht, glaube ich, nicht. Bring ihre Knochen, Kind. Gulweg wird dich belohnen. Na, ich weiß es nicht. Ich glaube, das mache ich jetzt eher nicht so. Aber schauen wir einfach mal. Okay, ich denke mal, wir müssen hier hin, um weiterzukommen. Achso, da können wir wahrscheinlich das Tor hier aufmachen. Oh shit, Alter. Ja, was ist das für ein Teil, Mann? Oh nein, wieder der. Scheiße. Nein, wieder die, Alter. Scheiße. Warum genau die, Mann? Ich hasse die. Okay, ich darf auf jeden Fall nicht stehen bleiben, denke ich jetzt mal. Oh shit. Alter, hat den einen sogar weggeworfen. Warte, nein, der ist nicht tot. Warte. Ja, jetzt haben wir ihn. Okay, wir warten kurz. Oh shit, dann bin ich sogar getroffen. Oh, Alter, nein! Ey, komm schon, Mann. Nein, oh Mann. Achso, der hat mich, glaube ich, gerade gar nicht getroffen. Ich sollte mich mir auf jeden Fall mehr auf den Kampf konzentrieren.
Nein. Oh, shit. Oh, wieder weg. Und wir können ihn töten. Warte, wir haben ihn gleich. Oh, da kommen wieder so kleine Gegner. Und schon. Okay, jetzt wieder die hier. Warte mal, war da nicht doch einer? Meine schöne Gulweg. Diese Welt leidet ohne ihren Geist. Vater, vielleicht sollten wir die Knochen doch schieben. Warum? Hast du nicht gehört? Wir könnten mit Mutter reden, wenn wir vorsichtig sind. Such sie, wenn du willst, Junge. Ich lasse mich nicht auf so einen Unsinn ein. Okay, jetzt können wir auch, glaube ich, mit dem Boot weiterfahren. Das Tor ist jetzt unten. Dieser Meißel, den wir suchen, was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die passende Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tam. Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hat. Der stolze Tabor hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Rindur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle und der überarbeitete Steinmetz, bong, schlug seinen Sohn. Rindur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern rief Tabor seinem Sohn nach. Doch aufgeführt, wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon sehen. Thor tötete ihn. Oh nein, er fiel auf ein Dorf? Ja, Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrten. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Okay, wir sind da. Nördliches Stock. Okay, hier haben wir wieder eine Schnellreise. Den toten Riesen untersuchen. Gefährliche Bestie. Oh shit. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Ja, der kann natürlich ausweichen. Okay, werde ich glaube ich so gar nicht treffen, oder? Okay, jetzt greife ich mal an. Der hält glaube ich gar nicht so viel aus. Oh shit. Ey, komm schon, Mann, ich hasse es, wenn ich so nicht treffen kann. Boah, wir haben ihn, geil, oder? Nee, warte. Jetzt haben wir ihn. Und da ist noch so einer. Boah, weg. Shit. Boah, scheiße, Mann. Ja, das mit dem Ausweichen ist immer mega knapp. Nein, oh, warte. Also es funktioniert irgendwie fast jedes Mal. Oh, scheiße, Mann, jetzt nicht. Alter, natürlich, wo ich das gerade gesagt habe, funktioniert es auf einmal nicht mehr. Aber wir sollten ihn eigentlich bald haben. Ja, warte mal, ich kann ihn finishen.
Und wir haben ihn. Alter, wie geil. Okay, wir haben beide. Wir suchen einen Meißel. Die Spitze. Ja. Sehr, sehr groß. Ah, warte, da liegt nochmal Gesundheit. Aber ich bin eigentlich hier schon voll. Okay, warte mal, ist das eine Truhe da hinten? Ich glaube schon. Der Ring sieht vielversprechend aus. Okay, da kommen wir aber nicht rein, oder? Ah, warte mal, hier drüben. Aber zuerst zerstören wir noch die Vasen. Machen wir ein bisschen Gesundheit. Mist, das hat gar nichts gebracht. Warte mal, ich kann das verschieben. Ah, okay, okay, ich weiß schon. Jetzt nochmal drauf schießen, bitte. Okay, jetzt ist das Eis aufgebrochen. Ich glaube, ich mache das mal auf der anderen Seite auch. Okay, bitte nochmal drauf schießen. Und jetzt ist es hier auch offen. Jetzt können wir auch die Truhe hier aufmachen. Okay, wir haben wieder ein bisschen Stahl bekommen. Okay, ich denke mal, wir müssen hier nach unten. Und die Überlebenden? Oh, Tamur war ein Frostriese. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Also ich dachte schon, da kommen Gegner. Okay, der ist schon tot. Das ist wahrscheinlich wieder zu. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Ja, war klar. Okay, noch eine Vase. Und jetzt können wir hier, glaube ich, nach oben gehen, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Ne, sieht so aus, als hätten wir alles. Warte, nicht hier oben noch. Okay, Hacksilber, aber jetzt können wir, glaube ich, weitergehen. Ah, warte mal, der lebt noch, oder? Okay, doch nicht. Der vielleicht? Auch nicht. Ah, warte, was ist hier hinten? Noch eine Truhe. Okay, was ist das hier? Schulterrüstung. Hier, warte mal, selten Brustrüstung. Okay. Schauen wir uns mal kurz an. Warte mal, was war das jetzt hier? Ach so, das ist es, oder? Das habe ich gerade ausgerüstet. Ich meine, dann wird halt mega viel nach oben gehen, aber die Abklärungszeit würde wieder um 19 nach unten gehen. Ich weiß es irgendwie gar nicht. Aber ich glaube, ich lasse es zuerst erstmal so. Aber ich meine, ich weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich schlimm ist, wenn die Abklärungszeit um 19 nach unten geht. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe es ja eh. Also wenn ich es will, dann kann ich es eh ausrüsten. Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen. Ein Stück vom Meißel beschaffen. Okay, warte, ich glaube, ich rüste es doch jetzt aus. Warte mal, Rüstung. Brustrüstung. Warte mal, wir waren hier, oder?
Ja, stimmt. Ich glaube, ich mach's jetzt einfach mal. Ah, hier kann ich einen Zauber drauf geben. Gibt es vielleicht irgendwas mit mehr also dass die Abklickzeit nach oben geht? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Also ich habe zumindest nichts. Vitalität plus 4. Ja, das rüste ich glaube ich mal aus. Okay. Passt eigentlich, würde ich sagen. Oh, warte, Gegner. Oh, shit. Noch so einer? Ah ja, hier drüben. Aber es sieht irgendwie so aus, als würde hier ein Bossfight dann stattfinden oder so. Weil hier ist eine extrem große Fläche. Also glaube ich jetzt zumindest. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ah shit, die weichen hier wieder aus. Oh scheiße, Mann. Ich wollte hier nur einen geilen Angriff machen. Oh, warte weg. Warte, den haben wir gleich. Komm schon, noch ein Schlag. Alter, boah, wie aufgreifend da an. Ey, komm schon, Mann. Ja, natürlich. Was? Alter. So, jetzt ist er tot. Jetzt noch der andere hier. Komm schon, wir haben ihn, oder? Ja, geil. Ich glaube, ich werde langsam besser. Ah, warte, da liegt noch was. Und ich würde sagen, wir machen mal die Truhe hier auf. Okay, wieder eine neue Rüstung. Selten Armrüstung. Da geht die Abklickzeit ja nochmal um 14 nach unten. Nee, ich würde sagen, das rüste ich jetzt erstmal nicht aus. Das lasse ich jetzt erstmal so. Okay, schauen wir mal kurz hier rein. Hey, erstarktes Weltenbaumharz. Praktisch. Warte mal, wo brauche ich das jetzt? Alter, da liegt doch ein Schädel, oder? Okay, warte mal, ich muss... Ich weiß es aber gar nicht, also ich weiß jetzt nicht, wo ich den Kristall hier einsetzen kann. Ist jetzt doch erstmal egal. Okay, warte, da liegt glaube ich noch Hackesilber. Oder? Ja. 1416 sogar. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war es jetzt hier erstmal mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.